Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute noch einmal ein Video zur Blessing Box vom Dezember und zwar die Christmas Party. Ich hatte euch schon einen Short hochgeladen, wo ich einmal ganz kurz gezeigt habe, was da alles drin ist in der Box. Aber ich dachte, ich mache natürlich auch noch mal ein Video für euch, damit ihr einmal so ein bisschen noch genauer die Produkte seht. Wenn ihr Lust habt auf das Video, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der Christmas Party Blessing Box Dezember. Also als allererstes habe ich diesen Karton ausgepackt und dann kam diese wunderschöne Schachtel zum Vorschein. Ich war hin und weg. Ich war richtig schockverliebt. Die ist so schön. Ich finde es einfach toll, diese Schubladenboxen. Die gefallen mir richtig, richtig gut bei Blessing. Und ja, noch besser als diese Deckelboxen. Also die finde ich mega, weil die kann man einfach so schön übereinander stapeln und dann einfach, ja, hat man immer alles gleich so griffbereit. Und wenn ich das Ganze dann halt aufmache, dann haben wir hier oben natürlich wie immer unser Heftchen mit drinne und hier einmal die Produkte. Und bei dem Heftchen lese ich euch einmal wieder vor, was auf der ersten Seite steht. Let the party begin, denn Weihnachten steht vor der Tür. Hol deine schönsten glitzernden Outfits und schillerndsten Pailletten hervor und mach dich bereit für die magischste Zeit des Jahres. Dieses Jahr haben unsere kleinen Weihnachtselfen fleißig hinter den Kulissen gearbeitet, um dir eine zauberhafte Box vorzubereiten. Dabei sind Produkte, die dich perfekt für das bevorstehende Weihnachtsfest ausstatten. Der rote Lippenstift, die pflegenden Öle und ein funkelndes Armband der Marke Coom lassen dich an diesem besonderen Tag erstrahlen. In diesem Sinne wünschen wir dir ein magisches Weihnachtsfest voller festlicher und natürlich erholsamer Momente. Ich finde das immer total ansprechend, diese Heftchen vorne mit diesem Text. Gefällt mir immer richtig gut. Und dann hat man natürlich hier einmal wieder alles beschrieben, was drin ist in der Box, wofür es verwendet wird und wie es verwendet wird. Und ja, ne? Einfach so ein paar Infos. Und wenn du die Box das erste Mal bestellst, ich verlinke sie dir auf jeden Fall einmal in der Infobox. Und genau, wenn du sie dir das erste Mal bestellst, sie kostet 16,90 Euro. Die wird natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Jahresabo abschließen solltest, wird sie günstiger. Aber sie ist auch sehr flexibel. Also entweder hast du so ein flexibles Abo, diesen Monat nehme ich eine Box, diesen Monat nicht, dann nehme ich den nächsten Monat wieder eine und sie kostet halt immer 16,90 Euro. Oder du verpflichtest dich entweder für 3, 6, 12 Monate und dann wird sie halt etwas günstiger. Aber das Schöne ist, du kannst dieses Abo auch jederzeit wieder kündigen. Das ist das Tolle an Blessing. Jedenfalls, wenn du das erste Mal jetzt eine Box bestellen solltest, bekommst du diesen Monat von Banana Beauty die extra Längs Mascara dazu. Und da freue ich mich riesig, die auszutesten, denn ich habe von Banana Beauty noch gar keine Mascara. Aber wenn ich mir die Videos von der lieben Nicole, also vom Kanal Chiquitas Place, anschaue, die hat ja immer so viel von Banana Beauty und ich finde das super. Die haben ganz tolle Produkte und die werden wir auch auf jeden Fall nochmal jetzt austesten, die Tage. Und da haben wir auf jeden Fall ein schönes Bürstchen, so richtig schön voluminös und das ist auch ein Gummibürstchen. Ja, riecht jetzt nicht unangenehm und ja, Banana Beauty. Eine Mascara für dich, wenn du das erste Mal die Box bestellst. Dann gibt es für jeden diesen Monat ein MAC Satin Lipstick. Ich glaube, es gibt Satin oder Matte Finish. Also es gibt drei zur Auswahl. Ich habe jetzt die Farbe Twig. Bin ich mega happy mit, aber ich wäre auch mit den anderen. Ich glaube, Du Bonnet wäre noch mit drinne und auch die Farbe Ruby Woo. Ich glaube, die kennen ganz viele von euch. Ihr dürft euch auf jeden Fall, wenn ihr euch die Blessing Box bestellt, dann bekommt ihr eine E-Mail, glaube ich, von Blessing und dann könnt ihr euch einmal die Farbe aussuchen, die ihr gerne haben möchtet. Also da habt ihr eine freie Auswahl und mir hätten alle drei gefallen. Also ich wäre mit allen happy gewesen. Ich mag die MAC Lippenstifte sehr, sehr gerne. Ich habe da schon eine relativ große Sammlung. Und ja, die sehen natürlich soweit alle gleich aus. Und dann ist das halt eben so ein, ja, eher nudiger, hellerer Rosenholzton. Also auch wieder so eine richtig schöne Alltagsfarbe, die eigentlich immer geht.
dann hast du auch diesen Monat auf jeden Fall ein Armband mit dabei. Und auch das ist mega hübsch. Das zeige ich euch mal. Ich habe das letztens schon einmal mir umgehalten. Ich finde es toll. Vor allem, weil es auch eben in so einem Gold ist. Mag nicht jeder Gold, aber ich liebe Gold. Roségold ist mittlerweile für mich schon, also dass ich es lieber trage als Silber. Man hat hier dann so einen kleinen Anhänger und dann kann man das Ganze hier halt ummachen ums Handgelenk. So sieht das dann aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Mir gefallen diese Kettchen halt hier, ne? Dieser Abstand, diese etwas größeren Ankettungen, die gefallen mir sehr gut. Also das Armband hat meinen Geschmack auf jeden Fall getroffen. Und dann habt ihr in der Box einmal von Innisfree ein Hydrating Serum mit Grünteekern, glaube ich. Das ist, das sieht einmal so aus. Das packen wir auch mal eben einmal aus. Ah, das sieht ja auch cool aus. Das sieht ja cool aus. Schaut mal bitte. Und das ist so ein Intensivserum. Das sieht ja sehr spannend aus. Das riecht auch sehr angenehm. Ganz leicht, frisch. Wollen wir doch mal schauen, was hier steht zu dem Serum. Für trockene und matte Haut ist das super. Dieses Serum ist ein wahrer Feuchtigkeitsbooster und wird deine Haut strahlen lassen. Mit Fresh Green Tea Water und Grünteesamenöl, sowas. Soll die Hautbarriere stärken und die Haut ausreichend nähren. Es ist auf jeden Fall ein veganes Serum, ideal, um es direkt nach der Reinigung des Gesichts aufzutragen. So wird das Austrocknen der Haut verhindert. Finde ich super, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Also ich merke das doch schon, dass meine Haut sehr, sehr trocken ist. Also ich habe gestern Abend auch in den Spiegel geschaut und nach dem Waschen ist sehr trocken. Also im Moment braucht meine Haut auch definitiv mehr Pflege und das werde ich da auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gibt es noch ein Rizinusöl und dabei ist dann auch noch mal hier so ein kleines Wimpern-Smoothie-Bürstchen, um das Rizinusöl einfach aufzutragen. Wenn ihr das noch nicht kennt, das ist für die Augenbrauen und für die Wimpern und soll das Wachstum fördern und einfach zur Pflege da sein. Ich finde es auch schön, dass es so eine kleine Flasche ist. Ich habe Rizinusöl schon mal in einer großen Flasche gehabt, ne? Hatte ich mir mal bei Amazon bestellt, aber das ist Quatsch, weil ich habe es einfach nie verbraucht und irgendwann wurde es dann schlecht und es hat gestunken und deswegen finde ich das ganz toll, dass es in so einer kleinen Flasche ist. Hier haben wir 50 Milliliter, reicht völlig aus, wenn du das nur für deine Augenbrauen und Wimpern benutzen möchtest. Du kannst es auch zur Nagelpflege benutzen, auch für die Haarpflege, das habe ich bisher auch noch nie gemacht. Gesichtspflege kann man auch benutzen, soll auch viel Feuchtigkeit und vor dem Austrocknen schützen. Also eigentlich auch so ein Allround-Produkt, muss man sich halt einfach mal ein bisschen mit befassen und finde ich ganz, ganz spannend. Von Im Parfait haben wir auch noch was damit drin und zwar ist es ein Cleansing Oil. Eine kleine Probiergröße, 10 Milliliter sind enthalten und das finde ich auch ganz spannend. Ein Abschminköl ist das, was jedes Make-up entfernen lässt, sogar wasserfestes Make-up. Das ist ja auch super. Bei Kontakt mit Wasser wird die Textur zu Milch und sorgt für eine sanfte Reinigung, ohne ein fettiges Finish und eine genährte, weiche und strahlende Haut. Kamillenblüte ist dort mit enthalten. Man soll eine kleine Menge von dem Öl in die Handfläche geben, erwärmen, auf die trockene Haut auftragen und sanft einmassieren und dann mit Wasser und einem angefeuchteten Wattepad abwaschen. Ja, finde ich auch ganz spannend, probiere ich auf jeden Fall aus. Und last but not least, also ihr seht schon, da ist wirklich viel drin in der Box. Also es lohnt sich diesen Monat definitiv, sie zu bestellen. Da haben wir noch ein Eyeshadow mit enthalten. Und zwar kommt er in einer ganz lustigen Verpackung. Das ist einmal hier, könnt ihr den einfach aufklappen und dann habt ihr da schon den Eyeshadow mit drin. Finde ich ganz toll, das ist die Farbe Glow on the Go und das ist auch wieder so ein Steffi-Ton, ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Doch, da sieht man den. Oh, der strahlt. Megaton für den inneren Augenwinkel.
oder für die, unter der Augenbraue oder so. Ganz, ganz toll. Also gefällt mir richtig gut. Toller Schimmerton. Ich hoffe, er kommt rüber. Ja, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall mit der Bliss 7 Christmas Party Box aus dem Monat Dezember. Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du meinen Kanal an dieser Stelle noch nicht abonniert haben solltest, hol das doch jetzt auch nochmal sehr gerne nach. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, schau auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Wenn dich die Box interessiert, dann kannst du gerne den Link benutzen, den ich dir dort hinterlasse. Und ich glaube, du kannst sogar noch auf deine erste Box etwas sparen. Musst du einfach mal ausprobieren. Wenn du Interesse hast, klick da gerne rein. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!